Die asiatische, chinesische Kultur ist schon manchmal etwas speziell, aber auch interessant. Seurgram Duk. Ich denke mal, das Auto hier lässt sich nicht mehr fahren. Nee. Das war ja jetzt mal eine heftige Mission. Ganze Stadt fast in Brand gesteckt. Von diesen Kultisten. Kann ich diese Polizeiautos klauen? Ich frage für einen Freund. Gut, funktioniert. Jetzt fahre ich schon wieder in die falsche Richtung. So, jetzt aber. In a van. Stop them. There it is. That van. Careful though. They got nerve gas in the back. Aber ich muss ja gar nicht fahren, also was muss ich denn machen? Over there. Over there. Okay, das muss ich machen. Boom. That nerve gas scares the hell out of me. Watch out. Shit. Come get some. Ja, alles gut. Hä? Das Nervengas wurde freigesetzt. Ist doch gar nichts passiert. Here they come. Over there. Over there. Don't hit the man. Got you, you bastard. Ich muss ein bisschen besser zielen. Oder auf die Reifen. Bei Motorrädern. Okay, bei Motorrädern eher auf die Reifen zielen, das ist gut. Shit. Ist aber immer unglaublich, wie viele Leute danach kommen.
Zwei auf einen Streich. Alter. Junge, Junge, Junge. Boom. Wie sie einfach reinspawnen. War's das? Ich glaube, das war's. Sieht gut aus. Hey, is that the master in there? That's their leader. Shit, we let him get away. Fuck. Nicht gut. I'll take care of the van. You probably need it somewhere else. Okay, vielen Dank. Böller, Polizei-SUV in der Garage verfügbar. Böller. Es ist Tradition, zu Jahresende um Mitternacht Feuerwerkskörper abzufeuern. Kennt man bei uns in der Schweiz auch am 1. August oder an Neujahrsfest? Ja, wie man es kennt. Der Lärm der Böller soll einen schlafenden Drachen erwecken, der Regen bringt, um die Felder zu bewässern und böse Geister abzuwehren. Followed by Dirtbox, the dark dubstep train from Harmonic 313, finished with the big time party vibe track, Parisian Goldfish from Flying Lotus. You're about to hear three awesome tracks. First up is Serve by Rusty. Dann geht's gleich weiter zum nächsten kleinen, aber kurzen Auftrag. So, das Navi hat einfach einen anderen Auftrag ins Ziel eingegeben. Sorry, dabei wollte ich ja hier hin. We have a cultist group down by the docks. What's going on? We have a call for PTU response. We're dealing with heavily armed suspects here. Come on, let's go. Ich wechsle wieder zu Maus und Tastatur. Let's move. Resistance is futile. We will triumph and then die in the blaze of his glory. Ist hier irgendwie die Zielhilfe wieder an? Alter.
Zielsicherheit ist nicht vorhanden. Okay, ich wollte gerade schießen. Glück gehabt. Come on, guys, let's do this. Nice one. Man kann hier halt echt nicht irgendwie auf den Kopf zielen oder so. These guys are fucking crazy. Ja gut. Alles wieder zurück. Ne, warte. Wir gehen über den Steg, ist einfacher. Dann Frontalangriff. Macht ihr gut, hier die Stellung halten. Die Leute sind allerdings jetzt dort drüben. Nur so als kleine Info. Weißt du, es hat auch gut, die treffen immer meinen Kopf und ich treffe sie gar nicht. Komm. What are these clowns doing? Nice, gut, geschafft. Schießen ist manchmal ein bisschen nervig. Haare waschen. Viele chinesische Frauen glauben, dass es Pech bringt, im Neujahrsmonat die Haare zu waschen. Das heißt, dass dadurch das Glück ausgewaschen wird, das mit dem Jahreswechsel einhergeht. Nach einem Monat ist das Waschen wieder gefahrlos möglich. Sehr interessant. Habe ich jetzt noch nie gehört. Sind interessante Bräuche und Sitten, auf jeden Fall, die ich hier erfahre. SAU Park Aufstand. We'll be right back.
Dann geht's gleich weiter zum nächsten SDU Special Unit. Dragon Unit? I don't know, was SDU heißt. Entscheide dich doch, welche Richtung du ausweichen möchtest. Hätten wir nicht auf der Autobahn bleiben können? Naja. Ach du Scheiße. Okay, schon bessere Waffe. Ich sehe unten rechts auch noch jemanden. Come on, Leute, weiter nach vorne. Okay, das ist mies. Ich bin hier etwas in der Flanke. It's over. Ist doch nicht vorbei, da waren noch Leute. Wait, it's me. Meet me at the Mobile HQ. Ja, was ist eigentlich das Mobile HQ und was haben wir eigentlich vorhin für ein Upgrade bekommen? Oder war das das Upgrade? Kann sein. Das Jahr hinauslassen. Was machst du? Das Jahr hinauslassen. An Neujahr müssen alle Türen und Fenster um Mitternacht geöffnet sein, um das alte Jahr hinauszulassen und das neue Jahr in das Haus einzuladen. Das hilft, Glück und Wohlstand zu bewahren. Ich glaube, irgendwie muss ich ein paar Sachen auch mal ausprobieren. Das ist eigentlich ja noch ziemlich schlau.
anhört. Kannst du einsteigen? Nicht. Nee, schade. Love is love. Adi. Yo.